Die Bundeskanzlerin ist gewählt, das neue Kabinett ist vereidigt. Jetzt also geht es los mit der neuen Bundesregierung. Endlich, möchte ich sagen. Ich habe in den letzten 4 Jahren mit großer Leidenschaft im Bundesentwicklungsministerium gearbeitet. Und ich habe dabei auch ein Verständnis dafür gewonnen, dass Entwicklung nur möglich ist, wenn auch Sicherheit gewährleistet werden kann. Und umgekehrt kann Sicherheit auf Dauer nur erhalten werden, wenn es eine Perspektive für nachhaltige Entwicklung gibt. Mit diesem Verständnis von einer umfassenden, vernetzten Sicherheitspolitik mache ich mich mit großer Freude an meine neue Aufgabe als parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung. Und mit den Plenardebatten und Reden im Deutschen Bundestag in dieser Woche zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr bin ich bereits mittendrin.